Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute zu einem Video, das ich eigentlich schon vor gefühlt 100 Jahren geplant habe. Allerdings zu dem Zeitpunkt war ich wahrscheinlich noch eher Quark im Schaufenster, beziehungsweise eigentlich war es für Anfang des Jahres geplant, sollte auch eigentlich ganz ursprünglich schon Ende letzten Jahres kommen. Allerdings, ja, habt ihr mitgekriegt, ein paar Probleme mit der Hardware und so weiter und so fort. Aber ich wollte euch diese Liste nicht vorenthalten. Für die ganz Pfiffigen unter euch, wir werden gesehen haben, dass hier in diesem Video jetzt Teil 1 von 2 steht. Ja, das werden wieder zwei Videos werden, in denen ich euch ja, meine Top-Spiele aus dem letzten Jahr vorstelle. Einfach Spiele, wo ich vielleicht ein besonders cooles Spielerlebnis hatte, Spiele, die ich gern und viel gespielt habe, einfach das Ganze mal abgeholt und ja, die Liste wollte ich euch einfach nicht vorenthalten und da werde ich euch auch da immer noch so ein paar Worte zu sagen. Dann eine kleine Neuerung vom Kanal, demnächst werdet ihr auch einmal im Monat ein Video von mir bekommen, wo ich euch dann so erzähle, was ich im vergangenen Monat so gezockt habe und da werdet ihr dann auch immer mal so ein, zwei Gurken drin haben. Da wird jetzt zeitnah auch schon mal das, was heißt schon mal, aber noch das Video für März kommen. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt, was ich da so zu sagen habe. Und es wird auch noch ein kleines Kanal-Update geben, wo ich euch nochmal so einen Abriss gebe, was jetzt hier beim Podgamer passieren wird. Denn da sind einige Neuerungen am Start und einige Veränderungen. Und das ist dann aber für ein anderes Video. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ganz entspannt rein in meine Top 20 aus 2018, Teil 1. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Ja, hör mal, dann starten wir jetzt einfach mal ganz ungebremst in den Autounfall rein. Und für die Leute, die meinen Kanal schon verfolgen und ihn kennen, die wissen, wie das Ganze mit Toplisten abläuft. Für die Leute, die jetzt neu einschalten, zum einen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, um keine Videos mehr zu verpassen. Zum anderen wollte ich euch da auf jeden Fall noch erklären, was bei mir so abläuft. Also ich ranke nicht von Platz 20 bis 1 und sage ja, der hat ist 3% besser als das Spiel und so weiter und so fort. Auf meinem Kanal ist das Ganze immer alphabetisch sortiert, weil ich einfach finde, ich habe Spiele, die ich sehr gerne mag, ich habe Spiele, die mag ich, habe Spiele, die finde ich halt scheiße. Und deswegen bei mir, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich das Spiel jetzt 5 Plätze besser finde als das andere. Deswegen bei mir das Ganze alphabetisch sortiert. Und dann würde ich auch sagen, crashen wir jetzt direkt los und auf Platz 1 ein Spiel, was auch schon in der alten Top-Liste von mir drin war aus dem letzten Jahr, die auch dieses Jahr, genau so um den Zeitraum, wenn es ein Jahr her ist, auch nochmal aktualisiert wird. Und zwar war es in meinen Top 20 aus meinem Regal. Und das erste Spiel ist ein ja, Abenteuer-Adventure-Game, hat einen sehr coolen Kartenmechanismus. Leider, leider Gottes, und da habe ich vor ein paar Tagen noch mit jemandem drüber gesprochen, wird es niemals oder zumindest Stand heute nicht im Retail erhältlich sein. Der Verlag hat sich halt dazu entschlossen, das Ganze wirklich ausschließlich über Kickstarter zu machen. Und die Rede hier ist von Seventh Continent. Ja, Seventh Continent von Serious Poop ist halt, ich hoffe, man spricht es richtig aus, ich bin kein Franzose. Poop, Pope, keine Ahnung, Pope, weiß ich nicht. Ja, ist auf jeden Fall ein Spiel. Wir müssen die Insel erkunden, weil wir irgendwie als Ex von der Expedition zu Hause waren, haben gemerkt, wir sind noch verflucht und ja, das Ganze breitet sich über Karten aus und die Insel wird immer größer. Ich kann aber dann auch zwischen Inselteilen hin und her schwimmen, dann packe ich alles wieder ein, dann baut sich ein neuer Teil auf. Ich kann abspeichern. Ein sehr, sehr schöner Mechanismus, was die Lebenspunkte angeht. Ich habe dann halt so einen Kartenstapel mit meinen Aktionen und dann gibt mir das Spiel immer vor, wie schwer jetzt eine Aufgabe ist und dann muss ich halt eine Mindestanzahl an Karten ziehen und aufdecken und dann sind da so Sternchen drauf und Siebenen und so, die dann halt für Erfolge da sind oder mir eben einfach nur ja, zeigen, wie gut ich das Ganze gemacht habe. Ich kann ein bisschen mehr ziehen, dann wird es leichter für mich. Ich kann die Mindestanzahl ziehen, also bin ich komplett frei. Allerdings, und jetzt kommt der Clou, wenn ich diesen Stapel durchgezogen habe, dann ist quasi meine Lebensenergie durch. Also das ist auch gleich wie mein Lebensstapel. Dann wird der wieder neu gemischt. Und ab dann jedes Mal, wenn ich wieder eine Aufgabe habe, muss ich wieder die Karten ziehen. Wenn ich Glück habe, klappt es, wenn nicht, dann nicht. Und da sind aber auch Fluchkarten mit drin. Im ersten Durchgang müllen die mir einfach nur quasi meine Aktionen zu. Im zweiten Durchgang muss ich jedes Mal die Karten wieder reinmischen. Und wenn ich irgendwann eine Fluchkarte ziehe, dann bin ich halt ja, verflucht und bin dann auf der Insel zugrunde gegangen. Super geiles Spiel. Leider, leider muss ich euch sagen, wenn ihr dieses Spiel haben wollt, das ist glaube ich echt, also dann müsst ihr über eBay gehen, müsst ihr über. Ja, müsst ihr Glück haben, ob ihr das irgendwo findet.
sehr, sehr teuer leider. Jetzt wurde ein neuer Kickstarter gemacht. Der wird jetzt, glaube ich, auch irgendwann dieses Jahr ausgehört. Müsste jetzt demnächst ausgehört werden, wenn das nicht teilweise schon ist. Und auch da habe ich gesehen, teilweise eBay, jenseits von Gut und Böse. Das Thema eBay und so, oder allgemein Preise, werde ich noch mal in einem anderen Video aufgreifen. Wird wahrscheinlich in einer meiner Talkrunden nochmal kommen, aber ja, da muss ich euch leider sagen, das Spiel wird relativ schwierig sein, auf jeden Fall zu bekommen. Aber wenn ihr die Chance habt, mal zu zocken, auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, ist ein kooperatives Spiel und ja, schaut auf jeden Fall mal rein. Das zweite Spiel, quasi das erste in der Reihenfolge der Buchstaben, wir haben jetzt gerade mit einer Ziffer angefangen. Das zweite Spiel ist ein Deckbilder und auch die Leute, die meinen Kanal kennen, wissen, dass ich auf jeden Fall ein absoluter Fan von Deckbildern bin. Und ja, dieses Spiel habe ich vor, ich glaube, einem halben oder dreiviertel Jahr das erste Mal gespielt. Damals bei einem Kumpel zu Hause mitten in einer Viererrunde. Hat mich damals sofort gecatcht. Ich habe seitdem zwei, dreimal gespielt und habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt muss ich es mir holen. Habe dann auch durch Zufall nochmal über Kleinanzeigen geguckt und habe es dann auch zu einem vertretbaren Kurs gefunden. Das war kurz nach Essen, übrigens, glaube ich, im Oktober, November, so um den Dreh. Und ich will euch hier gar nicht lange auf die Folter spannen. Die Rede hier ist von. Oh, Aeon's End. Und ich guck mal, habe ich noch. Ja, alles klar, habe ich noch. Die Karten sind zwar schon einsortiert, aber ich hatte halt das Glück, dass eben dann auch direkt zwei Erweiterungen mit dabei waren. Die schmeiße ich einfach mal kurz am Boden. Keine Sorge, da ist nichts drin. Aeon's End, kooperativer Deckbilder. Und wir sind halt so, ich glaube, Zauberlehrlinge. Und die Stadt wird angegriffen von diesen Monstern. Und ja, wir haben dann halt die Gegner oder die Hauptkreatur, die spawnt dann irgendwelche Minions, hat irgendwelche Fähigkeiten. Jedes gegnerische Monster spielt sich auch anders, hat ein eigenes Kartendeck. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Magier, mit denen wir halt so Breaches öffnen müssen. Und durch die Breaches können wir dann unsere Zauber bündeln und dann starke Zaubersprüche raushauen. Wir können uns aufladen mit Energie und haben dann so Spezialfähigkeiten, müssen halt unsere Stadt schützen. Und super, super cooles Game, ist auch wirklich knifflig. Also es gibt ja viele Deckbilder, wo gesagt wird, so, na ja, das ist irgendwie relativ easy. Aber Aeon's End auf jeden Fall, super, super geiles Spiel, kann ich sehr empfehlen. Ist knackig, ist knifflig. Und ich glaube, alleine in der Grundbox sind auch so viele verschiedene Magier drin und Kreaturen drin. Also das wird eigentlich nicht langweilig und auch die Kreatur über eine leichte und eine schwierige Seite. Also da habt ihr auf jeden Fall genug zu tun. Wenn ihr euch das Spiel zulegt und das ist tatsächlich zu einem relativ vertretbaren Preis verfügbar. Mittlerweile zweite Edition, glaube ich, draußen, War Eternal draußen. Jetzt kam die Legacy-Variante über Kickstarter raus. Also auch mittlerweile ein riesen, riesen Universum. Guckt euch das Spiel auf jeden Fall mal an. Aeon's End von Indie Boards Endcards, genau. Das nächste Spiel ist ein Game, was meiner Meinung nach das Genre Dungeon Crawler auf ja in eine andere Richtung gedrückt hat. Und da hatte ich wirklich eine sehr coole Spielerfahrung, nicht nur einmal. Ich habe zu dem Spiel auch eine Review gemacht und war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich auf der Messe hat mich das. Weiß ich nicht, irgendwie hat mich das damals in Essen nicht angesprochen, war ein bisschen pisst auf den Verlag, weil das nicht so geklappt hat mit dem Termin. Dann haben die meinen Termin verschoben, dann wollte ich es anzocken, dann weiß ich nicht, dann haben die mir eine falsche Uhrzeit gesagt, also da war ich ein bisschen pisst. Am Ende habe ich es mir spontan mitgenommen, bin relativ froh, dass ich es gemacht habe. Und ja, es ist quasi ein umgekehrter Dungeon Crawler, das heißt, normalerweise haben wir dieses One vs. All gibt's, aber meistens einer der Overlord und die anderen sind die Helden und hier ist es genau umgekehrt. Und jetzt wisst ihr bestimmt schon, worum es geht und die Rede hier ist von Alone. Und ja, bei Alone ist es halt genau umgekehrt. Wir sind eben ja ein Held, der auf der Raumstation eben aufwacht und müssen dann halt ja in verschiedenen Missionen, die wir halt haben, müssen wir dann halt versuchen, von dieser Raumstation zu fliehen. Und der Rest von uns oder der Rest von den Leuten spielt eben das Böse oder spielt diese Raumstation. Und ja, ist für 2 bis 4 Spiele ab 14 Jahren und Spieldauer ist jetzt hier mit 90 oder 120 Minuten angegeben. Ich gebe euch den Tipp. Also das Spiel selber gibt die Empfehlung raus, dass derjenige, der das Böse spielt, auch nur die böse Anleitung liest und derjenige, der das Gute spielt, auch nur die gute Anleitung liest. Das kann natürlich dazu führen, gerade wenn ihr das Spiel das erste Mal spielt, dann dauert es halt ein bisschen, weil dann musst du warten, bis er es gelesen hat und dann muss man sich auch irgendwie da zusammenraufen, wie das halt funktioniert. Aber ich würde es wirklich so machen. Da ist auch so eine Art Kampagnenmodus drin, dann spielt man es mit mehreren Leuten durch, das heißt jedes Mal gut, jedes Mal böse und so.
Ein Knackpunkt finde ich an dem Spiel tatsächlich. Ich glaube, das Spiel ist für 2 bis 3 Leute super. 4, glaube ich, ist zu viel. Wir haben es zu viert gespielt, oder haben zu viert, damals auch eine Runde gestartet, waren dann am Ende zu dritt. Und ich glaube einfach, zu dritt ist es deutlich angenehmer und zu zweit sowieso. Ich glaube einfach zu viert. Dazu sind dann 3 Leute, die alle dann aus verschiedenen Kartendecks halt ziehen, aber ich weiß nicht, also da fehlt mir dann noch so ein bisschen das letzte etwas, aber ansonsten absolut geiles Spiel, super thematisch. Ich bin ja allgemein Sci-Fi-Horror-Fan. Dungeon Crawler, da sind coole Minis drin, auch das Material ist wirklich in Ordnung. Und deswegen hier Alone von Horrible Games kann ich euch da sehr empfehlen und bei mir in der Top-Liste gelandet von meinen Games aus 2018. Das nächste Spiel ist jetzt eine etwas kleinere Packung, aber ein riesen Universum und gibt es viele verschiedene Spielsysteme von. Und auch hier bleiben wir im Horrorbereich. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal in der Top-Liste drin gehabt. Ich hole es jetzt einfach mal aus dem Regal raus. Da muss ich, glaube ich, gar nicht ganz so viel zu erzählen. Und zwar ist es Arkham Horror, das Kartenspiel. Bei mir auch aktuell eins meiner All-Time-Favorites, bisher in allen Top-Listen gelandet. Und ja, das Grundspiel hat auch schon eine Kampagne drin, die Nacht des Zyloten. Allerdings, lasst euch gesagt sein, im Grundspiel ist es halt so, dass diese Nacht des Zyloten ist okay zum Einstieg. Richtig los geht's dann halt mit dem Dunwich-Zyklus oder der Carcosa-Kampagne, dem Carcosa-Pfad, glaube ich, heißt das. Und der Pfad nach Carcosa, so rum. Und ab da wird das Spiel, glaube ich, richtig interessant. Ich kenne viele, die spielen das über Discord, die spielen das über Skype und ja, vom Prinzip her, wir sind halt Investigatoren, müssen halt durch Arkham laufen und müssen halt dann, ja, irgendwelche komischen Dinge aufklären. Es ist natürlich H.P. Lovecraft, ist reines Zweispielerspiel, es sei denn, ich habe eine zweite Grundbox, dann kann man es auch zu viert zocken, aber naja, konzipiert ist das Ding erstmal für zwei Spieler und ich stehe auf das Artwork, das Spielprinzip ist super. Ich habe auf meinem Kanal zum Beispiel mal ein anderes LCG probiert und zwar war das Herr der Ringe, fand ich richtig scheiße. Fand ich richtig scheiße, ohne da jetzt spoilern zu wollen, aber es wird wahrscheinlich auch mal in einer Scheißliste landen. Aber Arkham Horror, das Kartenspiel, absolut geiles Ding. Es gab auch jetzt dann irgendwie hier zum Beispiel ne, die Rückkehr zur Nacht des Zyloten und da wird einfach die Grundbox noch mal ein bisschen aufgepeppt. Da sind neue Karten drin, neue Gegner. Das Ganze wird ein bisschen schwieriger. Aber lasst euch gesagt sein, auch in der Grundkampagne, in der Grundbox, das sind 3 Missionen, die ihr da spielt. Und auch da immer, wenn ihr einen Fortschritt nehmt, ihr immer mit ins nächste. Das hat auch immer Auswirkungen. Ja? Als Beispiel, wenn ihr im ersten Teil, sage ich mal, den Priester nicht tötet, dann verfolgt er euch das ganze Spiel. Wenn ihr euer Haus abfackelt oder so, dann verfolgt das ganze Spiel. Also die Entscheidungen, die ihr trefft, sind immer wieder fürs nächste Mal da. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel gespoilert, aber ja, guckt euch das Spiel auf jeden Fall mal an. Arkham Horror LCG, absolut ganz, ganz dicke Empfehlung. Bei mir All-Time Favorite. Jetzt haben wir mal so viel in so thematischen Spielen und Dungeon Crawler, Deckbilder und viel mit Monstern und so. Und jetzt gucken wir uns auch mal ein etwas anderes Genre an. Ich habe irgendwann mal eine E-Mail bekommen und habe mich mal mit einem ein bisschen unterhalten. Er sagt dann so: Naja, ich habe gesehen, du hast ja mehr so leichte Spiele. Also in meinem ganzen Regal kann ich euch sagen, ist es wahrscheinlich ausgewogen. Ja, ich spiele auch gerne mal Spiele, die halt nicht den Schädel komplett zum Rauchen bringen. Allgemein das Thema Komplexität, was ist ein gutes Spiel, kommt auch nochmal in einem anderen Video. Aber jetzt mal ein Spiel, was wirklich ja, eigentlich schon anspruchsvoll ist: ein Eurogame, Worker Placement. Und die Rede hier ist, ich muss mal kurz aus dem Bild gehen, weil es ist genau am anderen Ende des Regals. Aber die Rede hier ist von Aquasphere. Ja, bei Aquasphere sind wir eben auf so einer Unterwasserstation und forschen da und müssen unsere Forschungsstation aufbauen. Und ach, für die Autisten, ich bin ja auch so ein kleiner Autist hier, muss ich ganz mal umdrehen hier. Sonst meine Zwangsneurosen raus. Ne, haben wir einen ganz interessanten Programmiermechanismus, wie wir unsere Aktionen halt durchführen können. Wir haben dann diese Unterwasserstation, wo wir forschen, wir müssen U-Boote bauen, wir müssen Roboter bauen, wir müssen halt Ressourcen einsammeln, Technik produzieren oder können sie auch gegenseitig rauskegeln, dann sind die in so Wartebereichen und so weiter und so weiter. Müssen uns halt, Zeit ist auch so eine Ressource, bewegen uns halt durch. Super cooles Spiel, was halt manche monieren, aber das ist halt typisch Stefan Feld.
ist halt, dass das Spielbrett irgendwann sehr voll ist, weil sehr, sehr viele Worker da rumstehen und so weiter. Finde ich persönlich aber nicht schlimm. Also mich stört es überhaupt nicht. Hier mag ich die Mechanik, ich mag das Thema und dass das Brett natürlich dann sehr bunt ist, da muss man schon den Schädel auch einschalten. Finde ich aber wirklich vom Prinzip her eigentlich nicht schlimm. Aber das ist so ein Ding, was viele monieren, dass eben sehr, sehr viel dann auf dem Plan rumsteht. Aber Aquasphere kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Findet man auch online, also ich habe es online damals gekriegt, zum Beispiel für einen ganz guten Kurs, ich habe es getauscht gehabt sogar, fällt mir gerade mal ein. Aber hier, wenn ihr es wirklich irgendwo findet, kann ich es euch sehr empfehlen. Tolles Eurogame und ja, meine Statistik, ich glaube, ich habe es jetzt, ich glaube, ein Drittel meiner Partien habe ich verloren, ein Drittel meiner Partien habe ich richtig auf den Arsch gekriegt und ein Drittel meiner Partien habe ich gewonnen, also insofern noch Luft nach oben. Aquasphere auf jeden Fall hier auch in meiner Top-Liste dabei. Das nächste Game auch schon All-Time-Favorite in meiner ersten Top-Liste dabei gehabt. Habe ich, ich weiß nicht, ihr müsst nur sagen, hier Benni, ich will es mit dir zocken und dann fahre ich von mir aus bis ans Ende der Welt, weil es ist meiner Meinung nach eines der coolsten Spiele, die es auf dem Markt gibt, beziehungsweise auch in dem Genre. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Für 3 bis 5 Spieler, man muss allerdings einen Abend planen. Und es lebt natürlich auch ein bisschen von der Gruppe. Verrätermechanismus, Sci-Fi-Thema, ist an eine Serie angelehnt. Cooler Verlag, schönes Artwork, gute Mechanismen. Und hier könnt ihr euch jetzt auch bestimmt schon denken, worum es geht. Und zwar ist es Battlestar Galactica, das Brettspiel von Heidelberg und Fantasy Flight. Ja, worum geht's? Also, ich habe aufgrund des Spieles habe ich angefangen, die Serie zu gucken. Und ja, die Zylonen haben sich unter die Welt gemischt oder unter die Menschen gemischt und sehen halt aus wie Menschen. Wir wissen nicht, wer es ist. Und auch am Tisch, spätestens ab der Hälfte, wissen wir, es sind mindestens eins, also es ist mindestens ein Zylon im Spiel. Ja, und dann geht's los, ne? Man muss eben jede Runde, bei jedem Spiel eine Krise überwinden und muss versuchen, die zu schaffen mit seinen Karten, die man auf der Hand hat. Das sind so Attributskarten, die passend zum Charakter sind. Die können aber auch sabotiert werden, entweder durch die Zylonen oder den Schicksalsstapel. Und da muss man halt gucken, wer ist jetzt hier der Zylon, wen hauen wir jetzt in die Brick, also wer kommt in den Knast oder ja, und dann kommen die Zylonen natürlich mit ihren dicken Raumschiffen und ihren Zerstörern und ihren Mutterschiffen und beschießen uns und unfassbar bei diesem Spiel. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel, da traue ich niemandem. Von vornherein würde ich sagen, du Arsch, 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 Arsch. Ja, vom ersten Moment an geht es hier eigentlich wirklich heiß zur Sache. Und obwohl viele, viele sagen auch, dass das Spiel durch die Erweiterung auf jeden Fall deutlich interessanter wird, weil auch das ein kleiner, kleiner Punkt am Game, sag ich mal, mit dem Grundspiel ist es so, dass die Zylonen schon. Also bisher habe ich wenig Runden als Mensch gewonnen, einfach weil die Karten dann natürlich glücklich gezogen waren. Aber ansonsten die Zylonen schon sehr stark in dem Spiel, was aber auch knifflig macht. Ja. So viel sei vielleicht noch dazu gesagt, falls wir oder ich irgendwann mal die Ehre habe, mit irgendeinem von euch ein Spiel mit Verrätermechanismus zu spielen, glaubt mir, ich bin's nie. Ich habe in keinem Spiel war ich der Verräter. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Also sollten wir mal die Ehre haben, ein Spiel mit Verrätermechanismus zu zocken, braucht ihr mich gar nicht verdächtigen, ich bin auf jeden Fall raus. So, jetzt geht es schon langsam Richtung Ende zu. Das nächste Spiel wieder ein Eurogame und habe ich auch eine Review zu gemacht, letztes Jahr zu Essen als ganz große Bombe noch rausgekommen, kurz vorher. Wurde auch eine Riesenblase generiert, da, teilweise Videos, da hatte jemand das Spiel noch gar nicht in der Hand, da gab es schon Rezensionen und Regelvideos zu diesem Spiel. Naja. Und ich habe es dann wirklich sehr, sehr kritisch begutachtet, weil ich bei Hype-Spielen allgemein mal sehr, sehr kritisch bin, weil ich mir dann wirklich die Frage stelle, ist es gerechtfertigt oder nicht, dass man halt so eine Riesenblase generiert, ob jetzt dieser Mega-Hype darum gerechtfertigt war, wage ich jetzt immer noch mal zu bezweifeln. Am Ende des Tages ist aber ein wirklich, wirklich gutes Spiel geworden und die Rede hier ist von Blackout Hongkong von Eggart Spiele und Pegasus und ja, war ja der neue Pfister und da hieß es ja, egal was, in der Pfister ist immer super. Also in dem Fall muss ich sagen, hat er wirklich was Cooles rausgehauen. Super thematisch halt, ne? Also in Hongkong ist Stromausfall und die Stadt ist in Aufruhr und wir müssen halt die Bezirke sichern und
Dann merkt man auch richtig, durch die Cubes kommt so langsam wieder Farbe aufs Spielbrett, was sehr düster ist. Und wir müssen dann halt mit unseren Leuten halt in die Stadt. Dann können sich welche verletzen bei irgendwelchen Aktionen, die wir da halt durchplanen. Und dann haben wir so Notfallpläne und ja, müssen halt auch irgendwie die Stadt wieder weiterentwickeln, Ressourcen sammeln und so weiter und so weiter. Wirklich, wirklich cooles Spiel. Die Mechanismen greifen ineinander. Pro und Contra habe ich in meiner Review gemacht. Wenn ihr Bock habt, guckt gerne mal rein. Infokarte ist oben drin. Und aber hier Blackout Hong Kong, wirklich cooles Game, macht eine Menge Spaß. Auch eins von den Eurogames, wo ich wirklich sage, bin ich super gern dabei. Und ja, kann man auf jeden Fall eine Menge rausholen. Deswegen guckt es euch wirklich gerne mal an. Blackout Hong Kong hier in meiner Top-Liste mit dabei. Okay, das nächste Spiel, was ich euch jetzt vorstelle, ist schon ein relativ altes Spiel. Es gab letztes Jahr einen Reprint, der über Kickstarter gelaufen ist und der eine neue Mechanik in das Spiel reingebracht hat. Und bevor ich jetzt hier wieder um den heißen Brei rede, hole ich die Kackkiste einfach mal nach oben, damit ihr sehen könnt, wovon ich spreche. Und zwar ist die Rede hier von Endeavor, Age of Sail oder eben Segelschiff-Ära. Und ja, was ist neu in dem Spiel? Also das Neue ist eben, dass so eine Abenteuermechanik hinzugefügt wurde. Das heißt, es gibt halt historische Ereignisse oder historische Geschehnisse, die wir halt durchspielen und indem wir halt Abenteuer bestehen, die durch bestimmte Dinge halt getriggert werden, indem wir in bestimmten Bereichen dann zum Beispiel bestimmte Bereiche erkundet haben, die erschlossen sind dann und dann triggert das eben gewisse Events und ja, vom Prinzip her ist es ganz schön. Ich habe halt ein riesen Board und ich nehme mir immer erst in der Bauphase, nehme ich mir halt so ein Plättchen und dadurch triggere ich auch mehr Aktionen. Ich muss dann halt gucken, dass ich meine Leute anwerbe, die für mich dann die Aktionen auch durchführen und so weiter und so weiter. Und kann dann halt in bestimmten Bereichen der Welt dann auch, ich fällt mir jetzt nicht ein, wie der Begriff jetzt ist, Konsulat, mein Konsulat errichten und so weiter. Und super, super tolles Material, super tolles Artwork und bisher auch in allen Gruppen, mit denen ich es gespielt habe, kam es wirklich gut an. Ist für 2 bis 5 Spieler. Die Kickstarter-Variante hat natürlich mal ein bisschen schöneres Material, ein bisschen mehr Material drin, aber das, was hier in der Grundbox drin ist, reicht auf jeden Fall vollkommen. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das Spiel mal anzugucken, mal zu zocken, mal reinzuschauen, Endeavor Age of Sail, absolute Empfehlung, super geiles Eurogame, macht hammermäßig Spaß, man kann sich auch gegenseitig in die Parade fahren, sich angreifen und so weiter, hat meiner Meinung nach alles, was so ein Game halt braucht. Deswegen hier, guckt es euch definitiv mal an, Endeavor Age of Sail. Jetzt sind wir schon im Endspurt, jetzt kommen schon die letzten 2 Games in meinem ersten Teil der Top-Liste. Und das nächste Spiel, auch wieder ein Deckbilder. Sehr schmooves Game, sehr, sehr seicht, wie viele jetzt sagen würden, also zumindest in der Grundbox. Aber es macht mordsmäßig Spaß und ich habe es auch komplett durchgezockt. Und da wird es auch noch ein schönes Video auf dem Kanal zu geben. Und auch hier ist die Rede von... Harry Potter Hogwarts Battle, ja, super cooler Deckbilder, ganz, ganz runtergebrochen auf die einfachsten Mechanismen, die eben ein Deckbilder haben kann. Wir haben hier auch noch so einen Legacy-Aspekt mit drin, dass ich eben so Boxen für die einzelnen Jahre, die ich in Hogwarts erlebe, raushole. Die sind immer angelehnt an die Filme, dann kommt immer eine neue Mechanik rein, neue Karten, neue Charaktere, neue Gegner, das Gegnerdeck wird größer und so weiter und so fort. Und auch hier die Karten der Hauptcharaktere werden ja älter und dann bekommt man auch neue Karten dafür. Also hier wirklich, da will ich auch gar nicht viel spoilern, aber guckt es euch wirklich mal an. Es gibt auch noch eine Erweiterung, das ist die Monster Expansion. Dann wird das Spiel, so wie ich es gehört habe, auf jeden Fall ein wenig schwieriger. Ansonsten für Leute, die Harry Potter mögen, die Deckbilder mögen, legt es euch zu. Wenn ihr natürlich irgendwelche super, super komplexen Brainburner braucht, ist das wahrscheinlich eher... raus, aber hier kann ich wirklich sagen, packt es euch ein, nimmt es euch mit, guckt es euch an und ja, das Material ist richtig, richtig schön von USAopoly, das Spiel. Hier absolute Empfehlung, steht glaube ich auch drauf ab 11, 2 bis 4 Spieler und der Spielzeit würde ich sagen, dauert immer so um die 30 bis 45 Minuten. Hinten raus wird es ein bisschen mehr, aber auch nicht sonderlich tragisch. Und das letzte Spiel im ersten Video, ja, ich verbinde damit ein bisschen mehr als nur, dass es nur ein Game für mich ist, waren meine ersten Videos auf dem Kanal. Ich habe zu dem Autor einen sehr guten Draht. Ich liebe dieses Spiel. Es kommt immer wieder auf den Tisch. Es ist in meinen Augen eins der besten Social Deduction Spiele, die es momentan auf dem Markt gibt. Und ich glaube spätestens jetzt, wenn ich schon so rumschleime,
Habt ihr schon eine Ahnung, um welches Game es geht? Und zwar rede ich hier über Human Punishment. Und ja, ich habe es mittlerweile so oft in die Kamera gehalten. Hier auch wieder Stefan, dein Baby, Human Punishment. Aktuell ist der Pledge Manager offen. Also für alle, die bei der neuen Kickstarter-Kampagne dabei waren, die ja wirklich durch die Decke gegangen ist. Aktuell ist der Pledge Manager halt geöffnet. Falls auch ihr das Spiel jetzt seht und ihr habt da noch Bock drauf, habt ihr jetzt die Möglichkeit, auf jeden Fall noch einzusteigen, euch noch eine Kopie zu sichern mit der neuen Erweiterung Project Hellgate. Kommen auch noch mal ganz, ganz viele interessante Dinge rein, wie Automa-Bosse, wie Szenarien. Das Hellgate kommt mit rein, neue Rollen und so weiter und so weiter. Guckt es euch wirklich an. Also für die Leute, die auf so einen Kram wie Werwolf stehen, also ihr müsst eigentlich Human Punishment lieben. Ja, ich habe es jetzt auch mit den Leuten von Explorers Pack nochmal gezockt gehabt. Wollten nur eine Proberunde machen, haben dann 2 Stunden durchgedaddelt. Das Game kam gut an. Egal in welcher Runde ich es spiele, es ist immer geil. Einzige Empfehlung, die ich euch gebe, hier steht drauf 4 bis 16 Spieler. Es ist tatsächlich auch mit 4 Leuten super spielbar. Allerdings finde ich persönlich, ist so 8 Leute die maximale Zahl, mit der man es spielen sollte. Ansonsten kann das Spiel schon epische Ausmaß annehmen. Wenn euch das egal ist, dann ist es okay. Aber ich finde, so bis acht Leute ist eigentlich die optimale Größe. Und ich meine, das ist auch so, glaube ich, eine Spielgröße, da kann man noch genug Leute für rankommen. Also ich hatte schon in einer 10er-Runde gespielt, hat auch Bock gemacht, aber dann kann sich so eine Runde halt auf jeden Fall auch mal ziehen. Ne? Aber hier wirklich Human Punishment als letztes Game am heutigen Tage, im heutigen Video aus meiner Top-Liste, als ja, absolute Empfehlung im Social-Deduction-Bereich. Guckt's euch mal an. Das waren jetzt alle Games von A bis H oder von ja, der Ziffer 7 bis H. Im nächsten Video gucken wir uns die zweite Hälfte an und da sind meiner Meinung nach auch nochmal ein paar richtig geile Perlen drin. Mich würde jetzt mal interessieren, was ihr von den Spielen haltet. Habt ihr Spiele davon auf jeden Fall mal gezockt oder sind Spiele dabei, die ihr jetzt vielleicht noch nicht kanntet? Wie sind eure Erfahrungen? Oder sagt ihr, Benny, du laberst so eine Scheiße, das Spiel ist total scheiße, das ist auch scheiße. Haut es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich freue mich da immer drauf, wenn ihr mir da auch mal Feedback zugebt. Ansonsten, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, ich habe es eingangs erwähnt, lasst gerne ein Abo da, schreibt einen Kommentar drunter, lasst auch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es scheiße findet, könnt ihr auch einen Daumen nach unten drücken. Das ist halt so in der heutigen Zeit. Aber ja, ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß im Video gehabt. Nächste Video wird bestimmt auch nochmal ganz cool. Es wird, wie gesagt, in den nächsten Tagen nochmal einen Ausblick geben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, ja, bis dahin alles Gute. Einen schönen Zock. Geil, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Und denkt immer dran, bleibt sauber.